Meine Lieben, heute habe ich ein Aufgebraucht-Video für euch. Ich freue mich gerade total, denn das bedeutet, dass hier gleich alles in den Müll verschwinden wird. Yay! Vielleicht als kleine Inspiration für euch diese Review, einfach um zu schauen, wie die Produkte bei mir gewirkt haben, ob ich sie mir nachkaufe. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Produkt noch nicht. Ich habe tatsächlich mein letztes Aufgebraucht-Video vor einer halben Ewigkeit online gestellt. Da war ich noch hochschwanger mit dem kleinen Liam. Ich habe auch zwei Teile gedreht, aber habe euch vergessen, den zweiten Teil online zu stellen. Big Fail kann natürlich nur mir passieren. Lasst mich das sehr, sehr gerne wissen, ob ich euch das noch online stellen soll oder ob meine Mühe umsonst war. Schade Schokolade. Ja, da habe ich allerdings, wie gesagt, ein bisschen anders ausgeschaut, nämlich so 20 Kilo mehr. Ich drehe dieses Video sehr, sehr gerne ab, weil es als kleine Inspiration dienen soll. Vielleicht ist ja das ein oder andere Produkt dabei, das euch dann interessiert, oder es interessiert euch einfach, wie ich zu den Produkten stehe, ob ich sie mir nachgekauft habe und wie die Review eben dazu ausfällt. Also wir starten durch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Und zwar zeige ich euch als allererstes dieses Produkt hier. Felce Azzurra Classico Bagno Doccia. Das habe ich in Italien gekauft und jetzt werdet ihr mich fragen, ja, warum zeigst du es dann, wenn du es in Italien kaufst? Nein, es gibt es auch hier zu kaufen und ihr müsst unbedingt mal daran schnuppern, wenn ihr das seht. Oh mein Gott, es erinnert mich total an meine Jugend und es ist einfach so, so schön, wenn man das Produkt verwendet, aus der Dusche kommt und eben noch lange Zeit danach riecht. Also mir gefällt es total gut und ich werde es definitiv nachkaufen. Dann machen wir weiter mit dem Gesicht und zwar habe ich verschiedene Abschminkprodukte leer gemacht. Zum einen dieses hier von Thoughties, das sieht jetzt so aus, ihr könnt es jetzt gar nicht so gut erkennen. Jedenfalls, ja, kann man es ganz gut erkennen, dass es leer ist. Es nennt sich Miracle Cleansing Water. Fand ich richtig, richtig gut, aber ich habe im Moment zwei andere Produkte, die ich eben verwende von Dalton. Das sind so zwei Phasenprodukte, nur dass ihr es mal gesehen habt, was ich eben verwende. Das hier ist von Dalton und das hier ist von Ne Cosmetic. Das werde ich jetzt erstmal aufbrauchen und werde euch dann auch darüber meine Meinung sagen, beziehungsweise ich habe es euch schon in meinem DM-Haul gesagt, wie ich die Produkte finde. Kann ich euch auch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Serum von Thoughties habe ich auch aufgebraucht. Oh mein Gott, also das werde ich mir definitiv nachkaufen. Das ist so, so gut. Das ist sehr, sehr hochwertig. Die Haut, die ist danach so, so streichelzart. Oh mein Gott, also ich liebe, liebe, liebe dieses Produkt. Anders als dieses hier von Alverde. Körperbutter, Macadamianuss, Charité, Butter. Pflegt reichhaltig. Boah, ich kann es nicht mehr riechen, ich kann es nicht mehr sehen. Ich bin froh, dass ich es jetzt aufgebraucht habe. Habe ich eine halbe Ewigkeit hier bei mir im Schrank. Ist vermutlich schon abgelaufen, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich es jetzt nicht mehr habe. 2,95 Euro kostet das zwar nur, aber nee, da investiere ich lieber ein bisschen mehr Geld und bin danach einfach glücklicher. Das war viel zu reichhaltig und dann habe ich ewig gebraucht, bis ich mich anziehen kann, weil es irgendwie ewig nicht eingewirkt ist und deswegen kaufe ich es nicht nach. So, man merkt einfach den Preisunterschied und da investiere ich einfach lieber ein bisschen mehr und habe ein wirklich richtig, richtig tolles und hochwertiges Produkt. Kann ich jetzt von dem hier nicht behaupten, dieses von M. Asam, da ist zwar das Tiegelchen total schön und hochwertig, aber es zählt ja, was drin ist. Es ist schon gut. Hier, ihr seht, ich habe es auch aufgebraucht, aber ich finde, da gibt es für den Preis definitiv Besseres. Und ihr seht schon, ich habe tatsächlich drei Body Butter, Body Lotions, wie auch immer, aufgebraucht. Das ist eine ganze Menge. Ich bin nämlich im Moment dabei, wirklich alles platt zu machen und nichts nachzukaufen, bevor das jeweilige Produkt, das eigentlich zu Hause schon ist, nicht leer gemacht wurde, sozusagen. Also werde ich mir jetzt nicht nachkaufen, diese beiden Produkte, nur dass ihr es mal gesehen habt. Ich finde sie gut, aber wie gesagt, da verwende ich jetzt im Moment was anderes. Und dazu kann ich euch auch noch was Witziges erzählen. Und zwar kommen wir hier zu den Gesichtsprodukten von L'Oréal Age Perfect. Zellrenaissance für die Nacht habe ich aufgebraucht. Also es reicht jetzt noch für ein bis zwei Mal hier in diesem Glastiegelchen. Richtig, richtig hochwertig. Allerdings würde ich es mir gerne nachkaufen, aber ich habe ja gerade gesagt, es wird erst alles aufgebraucht, was hier im Haus so rumsteht. Und ich habe diese hier von Garnier aufgebraucht, die Miracle Sleeping Cream. Hier ist das aufgebrauchte Tiegelchen und hier ist noch das volle Tiegelchen. Das muss ich jetzt erst noch aufbrauchen, bevor ich mir eben das von L'Oréal nachkaufe. Ich war
eine Zeit lang sehr zufrieden damit tatsächlich und ich finde sie auch nach wie vor gut, sonst würde ich es mir ja nicht ins Gesicht machen. Ich vertrage sie auch sehr gut, die war im Angebot und deshalb habe ich sie eben im Doppelpack gekauft und jetzt wird erst die aufgebraucht und dann eben diese nachgekauft. Jawohl. Zum Thema Haare habe ich noch zwei Produkte und zwar zum einen dieses hier von Balea Oil Repair Intensiv Haaröl Haarspray. Ich suchte das und ich liebe das wirklich über alles. Aber leider ist es so, dass ich das nirgendwo mehr finde. Falls ihr das irgendwo seht, dann schreibt es mir bitte, bitte in die Kommentare. Ich glaube, DM hat es einfach mal knallhart aus dem Sortiment genommen für 1,95 Euro. Die Haare, die glänzen danach total schön. Die sehen gesund aus, die riechen gut. Die nehmen es einfach aus dem Sortiment, glaube ich. Also, wie gesagt, unser DM hat es nicht mehr. Falls es euer DM hat, lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Ich fahre zu euch und kaufe die Regale leer. Kleiner Spaß. So, zum Thema Haare habe ich noch diese Haarmaske hier aufgebraucht von Schwarzkopf. Die sieht so aus. Auch hier bin ich jetzt wieder richtig froh, dass sie leer ist. So, weil ich im Moment eben andere Produkte bevorzuge, aber ich das eben platt machen wollte. Dann habe ich dieses hier aufgebraucht, dieses Showergel von L'Occitane. Werde ich definitiv nachkaufen, wenn es das denn noch gibt, denn das war so eine Sommer-Edition. Ich weiß jetzt gar nicht, könnt ihr es erkennen? Wartet. So. Und das riecht einfach so, so gut, aber eher für den Sommer geeignet. Also für die kalte Jahreszeit würde ich das jetzt nicht verwenden. Und wahrscheinlich denkt ihr euch genau jetzt, wenn ich euch das nächste Produkt in die Kamera halte, dass ich völlig übergeschnappt bin und total verrückt. Ja, auf drei. 1, 2, 3. Ich habe diese ganzen Augenbrauenstifte tatsächlich komplett platt gemacht und aufgebraucht. Es ist jedes Mal derselbe und zwar hier von L'Oreal Brow Artist Expert. Die Farbe 109 Ebony. Ja, und die habe ich, wie gesagt, alle komplett aufgebraucht. Ich kann es euch auch beweisen. Ja. Ich habe den auch immer wieder nachgekauft. Hier habe ich noch 2, 1 und 2. So, alle komplett leer. Fand ich mega, mega gut. Sonst hätte ich ihn ja nicht so oft nachgekauft. Aber jetzt im Moment stehe ich hier auf diesen Brow Artist Designer. Das ist mehr ja wie so ein ja, Holzstift, sage ich mal, total blöd. Da ist mir nämlich ganz, ganz oft die Spitze abgebrochen und irgendwann war ich dann so genervt. Ich fand halt die Farbe total gut und passend eben zu meinen Augenbrauen. Ich habe ja eigentlich Microbleeding gemacht, aber ich fahre trotzdem immer nochmal nach. Den habe ich mir tatsächlich jetzt auch schon zweimal nachgekauft. Habe ich euch auch auf Instagram gezeigt. Wo ist denn da jetzt der Deckel dazu? Naja, keine Ahnung, jedenfalls. Ja, könnt ihr mich jetzt für verrückt erklären. Wir YouTuber, wir horten das erstmal eine ganze Weile, damit wir ein Video drehen können für euch. Ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Das kommt jetzt alles in den Müll. Das ist immer so eine Erleichterung, nachdem man so ein Video gemacht hat. So merkt man auch mal, was man alles aufbraucht. Denn ein Otto-Normalverbraucher, sage ich jetzt mal so, macht es leer und packt es in den Plastiksack. Macht es leer, packt es in den Plastiksack. Ja, gar nicht so viel, aber um eine Bodylotion platt zu machen, dauert es schon eine Weile. Also diese beiden, beziehungsweise diese drei hier, dauert schon ein bisschen, obwohl ich mich nach jedem Duschen eincreme. Hinterlasst mir sehr, sehr gerne euer Feedback. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Produkt noch nicht. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!